Hallo und herzlich willkommen bei Grizzles Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder ein tolles Herbstrezept für euch, denn passend zu diesem ganzen Schmuddelwetter da draußen, der im Moment bei uns hier herrscht, gibt es doch nichts Besseres, wenn man draußen war, so richtig so eingefroren, dann nach Hause kommt und dann eine leckere warme Suppe isst. Also ich finde, da gibt es nichts Leckereres. Und passend zur Kartoffelernte habe ich mir gedacht, gibt es eine leckere Kartoffelcremesuppe. Und das ganze Pfiffige an der Sache ist das leckere Topping da drauf. Und ich finde, diese Suppe schmeckt einfach nur fantastisch. Ihr solltet es auf jeden Fall mal ausprobieren oder eher gesagt auf jeden Fall dranbleiben, damit ihr seht, wie lecker und einfach das herzustellen ist. Ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten. 50 Gramm Bergkäse, den habe ich hier schon mal in Stücken geschnitten. 2 Knoblauchzehen, ein Päckchen Kresse. Dann benötigen wir 40 Gramm Olivenöl, 500 Gramm mehlig kochende Kartoffeln. Die habe ich ja auch schon mal schön in fein Stückchen geschnitten. Außerdem benötigen wir noch 300 Gramm Kohlrabi, den habe ich ja auch schon mal fein gewürfelt. Außerdem noch 200 Gramm Milch. Dann benötigen wir 600 Gramm Gemüsebrühe. Hier habe ich selbstgemachte. Salz, Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss. Als allererstes nehmen wir jetzt hier den Bergkäse, zerkleinern den auf Stufe 3 für etwa 7 Sekunden. Dann fügen wir hier die 2 Knoblauchzehen in den Mixtopf und verrühren das Ganze für 3 Sekunden auf Stufe 8. Dann fügen wir hier die Kresse und das Olivenöl in den Mixtopf, verrühren das Ganze für 5 Sekunden auf Stufe 8 und füllen das Ganze dann in ein Gefäß um. So, und jetzt wandern eigentlich nur alle restlichen Zutaten in den Mixtopf für 25 Minuten 100 Grad Stufe 1. Und jetzt kommt der allerletzte Schritt. Jetzt reiben wir oder fügen wir den geriebenen Käse noch in den Mixtopf hinzu und verrühren das Ganze oder eher gesagt zerkleinern das Ganze für 40 Sekunden zwischen Stufe 5 und 9. Einfach so stufenweise. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ihr probiert es mal aus, denn ich finde, die Suppe schmeckt wirklich einfach nur fantastisch, egal ob man es als Mittagessen nimmt oder auch einfach nur als Vorspeise zu irgendeinem Menü, was ihr euch ausgesucht habt. Ist super einfach in der Herstellung, geht ratzefatze und ist wirklich einfach nur super lecker. Ich hoffe, ihr probiert es aus und postet mir eventuell auch noch ein Bild bei Instagram und verlinkt mich damit ich es auch sehen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis nächsten Sonntag. Tschüss!